Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge. Und wir wollen direkt weiter loslegen. Wir wollen spielen, denn wir haben ja unser Training abgeschlossen. Sind jetzt wieder voll drin, denke ich. Zumindest Faith. Ob wir da so drin sind, na, weiß man nicht. Ach ja, ich freue mich. Electronic Arts presents A Dice Production. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ein Spiel von Dice. Mirror's Edge. Ja, ich freue mich. Ach, ich freue mich. Weil dieses Parkour-Zeug, das macht schon echt Spaß, besonders wenn man das dann ganz gut kann. Ich bin mal gespannt, wann wir da so gut sind. Würde ich einfach mal sagen. Schauen wir der Faith gerade mal ein bisschen zu, wie sie hier so ein bisschen rumspringt. Aber ich schätze, Höhenangst hat sie nicht. Finanzbezirk, 13.58 Uhr. Ja? Ja, die Vögel sind total beeindruckt, Faith. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Celeste hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Gut, in Ordnung. Vom Sound her fand ich das gerade ein bisschen doof. Also irgendwie war der gerade ein bisschen leise. Ich glaube, ich mache die Musik nochmal ein bisschen leiser. Leider kann man nicht diese Soundeffekte leise machen. Weil die Musik war... Ah, doch, die Musik war eigentlich gar nicht so laut. Okay, dann wollen wir aber doch mal unser Bestes versuchen. Das war ekelhaft. Gut, da geht's also ein bisschen runter. Das heißt, wir müssen erstmal springen. Zack, schön abrollen. Wunderbar, das funktioniert doch alles. Ah, das erste ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich muss hier lang. Zack. Okay, ich muss auf jeden Fall noch üben, dass hier mehr Bewegung reinkomme. Ah, das war wohl falsch. Dann gehen wir mal hier lang. Ach nee, ich muss schon nach da oben. Ach, schade. Ja, wie schon erwähnt, ich muss erstmal hier in den Fluss reinkommen. Die Frage ist, wo kommt man hier so gut hoch? Komme ich hier da hoch? Doch, da komme ich hoch, okay. Da habe ich mich nur gerade ein bisschen dumm angestellt. Okay, langsam balancieren. Mehr oder weniger langsam. Nicht nach unten schauen. Oh Gott. Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt ja. Beeil dich und bring ihr den Koffer. Sie übernimmt dann den Rest. Ja, ist ja gut. Ich bin ja auf dem Weg, aber ich bin so eingerostet nach der Zeit. Meine Ruhezeit. Uiui. Okay, warum hat sie sich da jetzt nicht festgehalten? Komische Sache. Diesmal schaffen wir es vielleicht auch mit dem Wallrun. Nee, nicht ganz. Na komm, zieh dich hoch. Okay, Geschwindigkeit aufbauen und... Hepp. Aha. Okay, ich habe jetzt einfach mal Leertaste gedrückt. Vielleicht hält sich dann auch erst fest. Wir wollen nicht schon wieder runterfallen. Also, nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Zack. Und dadurch. Und nach oben. Der Funk läuft deinetwegen heiß, Faith. Klingt, als seien ein paar Cops zu dir unterwegs. Die haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli. Aha. Ich frage mich, was das hier soll. Ist das irgendein Bonus-Ding, was man finden kann oder so? Na, scheinbar nicht. Na gut. Hier geht's gar nicht weiter, dann... Vielleicht hier oben? Da ist was rot. Ich denke, wir müssen uns umdrehen. Und da? Ah, okay. Wunderbar. Koffer sind in Lagerpunkten versteckt oder werden von Runnern weggeworfen. Eine Runner-Glyphe zeigt an, dass ein Lagerpunkt in der Nähe ist. Ah, den haben wir auch schon gesehen. Wunderbar. Okay, also sollten wir nach Koffern Ausschau halten, wenn wir solche Runner-Punkte sehen. Andy, One, C, L, Leave, Mark, Please, Sorry, Glee, 45, West Island. Okay, das sind wahrscheinlich so Nachrichten für die anderen Runner, wo die Pakete hin sollen oder so. Allerdings scheint die Unterstützung für Pope, der noch vor kurzem als
als klarer Außenseiter gehandelt wurde, rapide anzuwachsen. Nachdem er seinem Wahlkampf in letzter Zeit neue Impulse gegeben hat, scheint Punkt den Abstand zu Doyle deutlich verringern zu können. Aha. Hier kann man aber auch einen schönen Tiefeneffekt sehen. Also wenn ich hier mit dem Fadenkreuz durch diese Jalousien schaue, dann sehen wir das dahinter. Und wenn ich auf die Jalousien schaue, dann wird das unscharf gemacht. Das finde ich nett. Das ist echt schön. Du solltest immer versuchen, deinen Gegnern zu entkommen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, weil vier Rüstung oder sowas werden wir wahrscheinlich nicht haben. Die Frage ist, sind hier unten schon Gegner? Hey, lassen Sie den Kampf auf. Oh Gott. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich hau mal ab. Der Funk geht durch, raus da fällt. Ja, ich gehe hier schon. Ja, am Wegrennen sind wir wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Frage ist nur, wohin? Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Ja, ja, das ist kein Problem. Ich bin schon unterwegs. Halt mich bereit. Ah, abrollen und drüber steigen. Drunter und über den Zaun. Zack. Und wieder drunter. Und weiterrennen. Hüpp. Zack und zack. Gegner, die du nicht umgehen kannst, werden durch die Runner Vision rot markiert. Bekämpf sie oder renn an ihnen vorbei. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Angriff. Ah. Hätte ich kicken sollen. Ah. Scheiße. Ah. Ich dachte gerade, mit der Leertaste kick ich. Oh mein Gott. Okay, aber wir haben auf jeden Fall eine Zeitlupe. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber ich denke, ich werde sie mal mit einem schönen Kick in die Bauchgrube begrüßen. Wenn es beim nächsten Mal geht. Kopf voraus, du musst durch hier durch. Ah, in die Eier. Bam. Nimm die Waffe. Nimm das. Klar, ich kann Pate jetzt sehen. Okay, ich glaube, ich bin mit Waffe nicht so agil wie ohne. Deswegen schmeiß ich die gerade mal weg. Oh Gott. Das war gerade knapp. Ah, dem haben wir aber einen schönen Schlag in die Eier verpasst. Okay. Ja. Ah, da ist er ja schon. Na. Und hepp. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Ach, verdammt. Noch mehr Cops. Okay. Nein, hängen wir da gerade mal am Zaun fest. Du musst von dem Dach runter, Faye. Egal wie du. Ich würde sagen, wir gehen an den Helikopter dran. Jawoll. Der wird uns nicht so schnell los, oder? Hm, vielleicht können wir uns hier gerade ablassen? Ja. Ah. Ah. Okay. Sollte ein entspannter Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Ja, was ist da los? Das ist eine gute Frage. Wir sind auf jeden Fall im nächsten Kapitel. Suchen die schon mit Helikopter nach uns? Mercs Unterschlupf, 4.35 Uhr. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope, Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke, Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Merc. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst du schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nie weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merc. Reife Pizza. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arland Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Merc! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich.
Ist Kate unsere Schwester und wenn ja, ist sie jetzt in Gefahr? 5:21 Uhr. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Okay, also unsere Schwester ist in Gefahr. Die Kate. Und wir sind jetzt auf dem Weg, um sie zu retten. Schätze ich. Dazu müssen wir irgendwo hinlaufen. Keine Ahnung. Es war schön abrollen. Warnung, Hochspannung. Oh, nein, 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 nein. Wenn da Hochspannung ist, dann will ich da nicht gerade drauf. Dann sollten wir uns eine höhere Position suchen, um da drüber zu springen. Ja, ich denke, das dürfte funktionieren. Wunderbar. Okay. Oha. Das war aber knapp. Drake meint, es gäbe Stress am West Island bei Popes Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Mist. Ach ja, aber irgendwann werde ich es wahrscheinlich doch ein bisschen besser können, zumindest hoffe ich das. Zack. Zack und abrollen. Wunderbar, das funktioniert doch. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Wer? Ich kann mir doch so schlecht Namen merken. Au. Hätte ich mich doch abrollen sollen, aber ich dachte, ich schaff's noch nicht mal bis zum Zaun hier und müsste mich da wieder festhalten. Naja. Ja, ich schätze, wir sind im Gebäude drin. Da ist nichts zu sehen. Hier auch nicht. Wo müssen wir hin? Wo ist Kate? Nutze E, um mit Knöpfen wie in diesem Aufzug zu interagieren. Du kannst mit verschiedenen Knöpfen und Hebeln interagieren. Ja, okay. Die werden wahrscheinlich auch rot angezeigt. Ja. Zack, mit der ganzen Faust draufgehauen. Nach oben, bitte. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Nein. Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen vom Paradies. Ah, ja. Naja, wer weiß. Okay. Eine Cutscene. Hallo? Oh. Schau an. Kate, was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein. Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Und Faith. Danke. Tschüss, Schwesterherz. Tschüss. Ich gehe dann mal. Weißt du nicht mehr weiter und brauchst Hilfe, dann halte Alt links gedrückt und lass dir die richtige Richtung anzeigen. Shit. Oh, fuck. Puh. Oh mein Gott, da ballern die jetzt schon sofort wieder los. Wir müssen schnell abhauen. Irgendwohin. Zack.
Oh Gott. Das Vorfeld rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Jo, ich versuch's. Da hinten. Okay, ich sollte die Treppe überspringen. Und hier hoch. Okay, da lang. Oh mein Gott. Da kann ich nicht lang. Nein. Oh. Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Okay. Und nach oben. Wo kann ich lang? Ach, da. Okay. Ah, verdammt. Okay. Zack. Brauchen wir wohl ein bisschen Speed. Ich hoffe, wir haben noch Zeit, bis die Bullen kommen hier. Und uns an den Kragen wollen. Na komm, hoch mit dir. Und dadurch. Müssen wir da echt lang? Au! Oh Gott, wo lang? Was? Da oben? Okay. Zack. Aber hier auch nicht. Ach da. Oh Mann. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen besser hier mit dem Weg aussetzen. Oh mein Gott. Ich denke doch bestimmt, ich war das. Au. Jetzt schießen sie schon in der Lüftungsschacht. Ach du Scheiße. Hallo, mach die Tür auf. Babe, mach die Tür auf. Oh Gott. Okay. Rutschen wir mal runter. Ich glaube, die haben einen Helikopter. Nach links. Nach links. Ja. Yeah. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen hier irgendwie weg. Zack. Und zack. Schwing deinen Hintern zum CEC-News-Gebäude. Ich suche dir einen Weg da raus. Okay, zum CEC-Blablabla-Gebäude. Es funktioniert. Es geht alles. Das ist ja heftig, ey. Also, was sie hier mit. Welche Geschütze die hier auffahren, das ist echt mies. Muss man sagen. Okay, war ich gelandet? Ja, ich lauf doch. Ich kann nicht schneller laufen. Oh mein Gott. Au. Aber ich glaube schon, dass es hier der richtige Weg ist. Ja. Okay, hier weiter. Da haben wir wieder ein Zeichen. Da ist der Koffer. Na los. Den Koffer mitnehmen. Einen von drei? Oh Gott. Au. Ah, oh, nein. Oh. Oh. Na gut. Dann probieren wir das gleich nochmal. Aber ich denke wirklich, wir müssen an diese blaue Treppe da. Ich denke, es war schon ganz richtig, dass wir diesen Weg gewählt haben. Okay, kurz umschauen. Okay, den Koffer haben wir immer noch. Hüpp. Okay. Nach oben. Oh, da schießen sie schon wieder auf mich. Da stehen sie rum. Aber ich bin zu schnell. Zumindest hoffe ich das. Hüpp. Zack. Okay, da lang. Drauf. Da hoch. Oh Gott. Da ist der Helikopter wieder. Ah, da sehe ich doch schon eine rote Tür. Ich glaube, da sind wir erstmal in Sicherheit. Bam! Ah, verdammt. Feinde. Okay, hier rüber. Vielleicht können wir die irgendwie umgehen. Ja, das habt ihr euch gedacht. Gut, ich würde aber sagen, nicht, dass die Folge jetzt so lang wird. Mache ich erstmal Schluss hier. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.